Willkommen zu einem neuen Backrooms-Game, diesmal Singleplayer. Das soll ultra realistisch sein. Ich habe es auf TikTok gesehen, dachte mir, das müssen wir direkt spielen. Und The Complex Expedition, die komplexe Expedition, die schauen wir uns jetzt an. Gibt Story, das finde ich interessant. Wir gucken mal, wie lange es geht. Mein Live-Chat sagt euch gerade Hallo, deswegen kommt gern vorbei unter diesen Link auf www.twitch.tv/gnu-live, um mal dabei zu sein. Und über ein Abo und einen Daumen nach oben und Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen, denn das braucht der Algorithmus. Eine Umarmung. Und die brauche ich auch, weil ich habe Angst vor dem Game. Wir gehen rein. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Tape-Slot. Create a new tape? Ja. Oh je. Is it okay to be scared? June, 24.1988. Dokumentiert von Neumann J. Miller. Ich würde euch das dann immer vor übersetzen, wenn es passt. 212, Mike Check. This is Newman. This is being documented by Newman Joseph Miller on June 24th, 19. Okay, er sagt quasi, das wird dokumentiert. Oh mein Gott, die gehen in die Backrooms. Oh krass, ich lauf schon! Holy shit, ich dachte, das wäre noch ein Film! Okay. Oh Gott, Kies! Kies, wo bist du? Oh mein Gott, Kies ist nicht da. Oh Gott, furchtbar! Shit. Oh mein Gott, Kies ist nicht da. Do they have any idea what's beyond the gap? Or am I just going in blind? Also er fragt. Er fragt, gibt es irgendwas, was wir tun müssen oder gehen wir blind rein? Er sagt, wir gehen blind rein. Wie gruselig, der redet ja auch so, als wäre es echt, ne? So dieses dumpfe. Holy moly. Oh Gott, ich kann ranzoomen. Oh Gott, es ist unangenehm. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Okay. Das ist mir doch ein bisschen zu realistisch hier. Es ist ja wie so ein Film. Hey, my friend. Okay. Wir sollen nicht zu weit weggehen. Wir haben ja auch extra Marker gemacht. Okay, ich soll sagen, wenn ich irgendwas anderes sehe. Irgendwas Ungewöhnliches. Wir haben auch extra Marker gemacht, damit wir uns nicht verlaufen. Ja, ein bisschen Angst habe ich schon. Ich drehe mich mal um. Soll ja gucken, ob sich irgendwo was verändert. Boah, es ist gruselig. Ah, es muss schon geil sein, wenn du so ein Backroom nachbaust. Der Macher ist 17. Crazy, echt? Wahnsinn. Ja, wir stellen uns jetzt einfach vor, dass es davor ein Kies ist, okay? Es ist einfach Kiesjaw. Oh, oh, mir wird irgendwie dizzy. Oh, oh, mir wird komisch. Oh. Oh oh, mir wird seltsam. Oh oh, warum, warum, warum? Nein. Nein, ich muss. Ich will da nicht durch. Ja. Oh nein! Nein! Lass mich, ich will zurück! Ich will nicht allein! Warum muss ich immer die Scheißarbeit machen? Oh nein! Oh nein. Boah, das in VR dann, ciao, aber wirklich. Ich will da nicht alleine rein. Oh Gott. Könnt ihr nicht mir die Taschenlampe geben? Oh shit. Oder wieso kriege ich keine Marker? Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Warum kriege ich keine Marker? Das wäre doch eigentlich viel besser, oder? Nein! It's just a room. Es ist nur ein Raum. There's a hallway leading out. Oh Gott, Leute. It's an unusual hallway. It's ein wallpaper on all sides. Okay, ich sag, es ist ein gewöhnlicher Gang, den ich gerade entlang gehe. Das heißt, ich tue die gerade alle updaten. It's also like a indoor house, like... guys? Guys?
Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh nein, in andere Backrooms. The Complex. Oh no. Shit. Oh nein, süß, wie ich das aufhebe, ich zitter. Oh nein. Oh nein, jetzt nehme ich die Kamera, um alles zu filmen, um Gottes Willen, das ist ja mein Albtraum. Gerne klippen, wenn es coole Sachen gibt, ne, die passieren. Hallo, oh Gott, furchtbar, wo soll ich denn jetzt lang? Kann ich überhaupt in die Dunkelheit rein? Gott, ich gehe immer lieber rückwärts, um zu gucken. Oh Gott, ich kann da echt lang. Oh Gott, furchtbar. Oh Gott. Da oben ist eine... Oh Gott, das ist so furchtbar. Hallo? Ich bin ein Mensch. Ich komme aus einer anderen Dimension und ich habe Keys schon nicht dabei. Also bitte seid nicht zu hart zu mir. Ich hätte gerne eine Taschenlampe, wenn es geht. Ich war schon so oft hier, aber ohne Keys fühlt es sich nicht richtig an. Hey, ich würde da durchdrehen, ne? Ich würde insane werden einfach. Boah, diese kleinen Lücken. Dass sie es echt geschafft haben, mit so einfachen Sachen einen so Angst zu machen. Oh Gott. Oh Gott, bitte keinen scheiß Jumpscare jetzt. Oh Gott, ich hasse es so sehr. Ich bleibe jetzt gerne in meinem Licht, weil ich hasse es. Wenn ich hier jetzt kein Licht habe und hier in die Dunkelheit randüse. Oh Mann. Ich kann auch rennen. Oh Gott, ist ja voll gruselig, wenn ich renne. Habt ihr das gehört? Oh shit. Habe ich irgendwie eine Taschenlampe? Nee, habe ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier tun muss. Das ist so... Und auch das schwere Atmen von ihm, das macht es einfach nur noch schlimmer. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber genauso wie der würde ich mich auch fühlen. Zum Licht eher, oder Leute? Was meint ihr? Oh oh. Oh oh, da was gepiepst. Warum? Geht das durch. Warum hat da gerade was gepiepst? Hier kann mich schon mal kein Monster kriegen, glaube ich. Oh, oh, da kann ich klettern. Oh Gott. Oh Gott, ich zitter ja richtig. Warum habe ich denn so Angst? Das sind zwei Steckdosen. Hat's hier WLAN? Hallo? Ich habe halt echt Angst, dass gleich so ein richtig Kack-Jumpscare kommt und wir richtig am Arsch sind. Weil der so schwer atmet auch. Da liegt was am Boden. Was ist das? Kleiderbügel. Kann ich die irgendwie aufheben? Kann ich mich in sie reinlegen? Nee. Einfach nur Kleiderbügel, okay. Oh Gott, da gehe ich nicht rein. Da war gerade ein gruseliges Geräusch. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Hm. Ja, wenn ich renne, hört sich das so ätzend an. Super ätzend, ey. Habe ich nicht irgendein Ding, was ich auslegen kann? Das wäre halt voll cool. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte. Oh, was für ein schöner... Oh... Problem ist, hier ist halt überall dunkel. Ist es da hinten was anderes? Eine Küche? Ist das eine Küche da vorne? Was macht denn eine Küche hier? Hallo? Gibt es hier irgendwas? Nee.
Oh, ich höre Musik. Ich gehe mal der Musik jetzt nach. Ab in die Dunkelheit und zwar rückwärts. Geht nicht lang, okay. Das sind Schritte? Das sind meine Schritte. Habe ich ja nicht irgendwie sowas wie... Nee, ist... Okay, da gibt's nichts. Kann es sein, dass ich langsam durchdrehe? Oh Gott, das ist so furchtbar gemacht, wirklich. Das ist wirklich unfassbar furchtbar gemacht. Oh. Oh, oh, was ist hier? Manchmal macht doch mein Ding so ein komisches Geräusch hier. Oh, ich habe Licht. Wie habe ich jetzt das angemacht? Ah, auf Leertaste haben wir Licht. Ja, lol. Kann es sein, dass ich langsam irgendwie durchdrehe? Ich habe Licht, ich habe Licht. Oh, da geht's runter. Dann gehen wir da nochmal lang. Ich habe Licht. Oh, das Licht hilft aber gar nicht, ne? Oh. Oh nein, da muss ich jetzt kriechen. Was ist denn das hier alles Komisches? Okay, wir kriechen jetzt einfach mal. Oh Gott. Oh Gott, das Licht hilft gar nicht. Hallo, ist das alles in bester Ordnung? Da hat's fließen. Wo bin ich denn jetzt hier? Hello from the old China. Ja, bitte mal Ramen-Nudeln oder eine Chankunabe bitte einmal. Da liegt was auf dem Boden. Oh mein Gott. Oh, jetzt würde ich heulen. Ich gehe da jetzt mal ganz schnell rein. Ich hab halt irgendwie... Okay, was kann ich hier bestellen? Hm. Oh, was würde ich nehmen? Ich glaube, ich würde... Das in der dritten Reihe von links. Das sieht gut aus. Ich laufe hier mal rum und gucke, ob es hier irgendwas gibt, auch wenn ich extreme Angst habe. Ich glaube, es sind tatsächlich nur dunkle Räume. Ich will hier gar nicht lang, ich will hier raus. Ich krieg langsam Panik. Ach Gott, es knackst. Hello from the other side. Tu mir nix, ich bin süß und lieb und ich habe gerade mir was bestellt. Wann kommt denn das? Gibt es hier irgendwo eine Cafeteria? Bitte? Oh Gott. Ich hab so Angst. Ich hasse es, wenn in Horrorgames einfach hoch oder hier durch. Ich hasse es, wenn in Horrorgames nichts passiert und du nicht weißt, ob noch was ganz Schlimmes kommt. Oh Gott. Soll ich da überhaupt durchkriechen? Vielleicht gibt's hier noch die Bestellung. Wir bringen sie zu ihrem Tisch. Eine Tür. Warum macht er die Tür so komisch auf? Ist ja gar nichts. Aber warum tun wir das dann hier? Ist irgendein Mechanismus? Nee. Oh Gott, lass das Licht los. Lass Licht an! Oh Gott. Ich weiß, was das Spiel hier macht. Es macht uns unfassbar Panik. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns in Sicherheit fühlen und dann schlägt es zu. Gehen Sie die Treppen hoch. Hoch ist gut, weil wir sind ja auch schließlich runtergefallen. Vielleicht kommen wir wieder so nach oben zu unseren Freunden. Oh, ich höre immer was. Dieses Piepen. Heißt es, ich habe wieder Empfang? Boah, mein Licht ist einfach so schwach.
Nein, noch anders, anders, anders an, bitte. Mach die Tür einfach nur auf. Mach die Tür auf, Kollege! Habe ich die gerade aufgemacht? Oh ja, so. Oh oh. Warum zoomst du da so doof nah ran? Was soll das? Oh Gott. Das ist einfach maximal belastend. Kann ich mich in den Rollstuhl setzen? Bitte weiterfahren. Ich habe gerade ganz schwache Strickebeinchen. Ich kann nicht mehr. Gott, ich hasse dieses Ranzoomen auch. Ich hasse alles an diesem Game. Und dieses ständige irgendwo reinkriechen. Jetzt gehe ich ja schon wieder runter. Ich will doch einfach nur hoch. Nein, es wird ja noch dunkler. Was soll denn das hier alles? Wie muss ich, was ist überhaupt das Ziel? Bin ich überhaupt richtig oder muss ich jetzt wieder irgendwo einen Gegenstand finden? Bin ich ja wieder in den Backrooms. Also das Spiel erklärt gar nichts. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verliere langsam die Sanity. Kann das sein? Ich habe halt auch Angst zu rennen, weil Rennen hört sich so unheimlich an. Und Rennen ist immer so... holt einen ja oft die Sanity weg. Ach Gott, Rennen ist so ekelhaft. Ich will nicht rennen. Oh, da ist ein Loch. Das ist nicht gut. Da kommen nämlich die Scheiß... Oh, ich bin, glaube ich, wieder da, wo ich war. Oh Gott, ich hasse es so sehr. Oh mein Gott, wie kann man nur? Das ist furchtbar. Ich hasse es hier. Ich will raus. Okay, hier ist schon mal nix. Oh oh, irgendwie passiert gerade was. Oh Gott. Hilfe. Irgendwas passiert doch, oder? Irgendwas ist doch... Ist, oh, da gehe ich mal rein. Oh Gott! Oh Gott, es ist so schrecklich! Warum spiele ich das hier eigentlich? Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier irgendwas finde. Oh nein! Scheiße, ich habe gerade was gehört. Ich habe eine Taschenlampe an, Leute. Ich pack das nicht, ne? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sage, ich spiele ein Spiel nicht. Oh Gott, das ist so furchtbar. Alles an diesem Spiel ist furchtbar. Okay, ich gehe da hinten wieder rein. Beziehungsweise raus. Ganz furchtbar. Ich gehe hier nie wieder rein in diesen Raum. Nie wieder. Never ever. Oh Gott, ist das furchtbar. Oh, ich hasse das so sehr. Kann mich nicht jemand erlösen? Bitte bringt mich um und lasst mich hier nie wieder rein.
Und ihr seid alle schön eure Decken eingewickelt. Jetzt da lang. Das Game hat mich schon gebrochen. Aber was quietscht denn da die ganze Zeit so? Okay. Keine Ahnung, wo ich bin, ob das hier richtig ist. Da, wo es hell ist, liebe ich's. Und hier laufe ich dann im Kreis. Okay. Oh Gott, das ist so furchtbar. Also das ist wirklich schrecklich. Warum muss ich das denn so ekelhaft anhören, das Laufen? Ah, da geht's wieder runter. Waren wir da schon? Nee, oder? Das ist ja ein Aufzug. Okay. Dann fahren wir Aufzug. Super. Oh oh, jetzt geht der. Wir gehen ja weiter runter oder hoch? Okay, shit. Ich will nicht mehr, kann ich mich hier nicht einfach hinlegen und schlafen? Oh, mein Licht war gar nicht an. Ich würde mich gerne hier hinlegen und einmal zusammenbrechen und den schmutzigen Boden eininhalieren. Alles wird gut, okay. Eine Waschmaschine? Das ist sass. Bin ich hier, um Wäsche zu waschen? Hier ist ein Tuch. Oh, ein Zeitungsartikel, oder? All prepare for major weather. Okay. Alle tun sich vorbereiten für das große Wetter? Major Wetter? Oh, darf ich den Schalter hier anmachen, bitte? Gibt's ja nicht irgendwie die Optionen, wo ich lesen kann? Game Controls. F, Shift, Spacebar. Okay. Habe ich jetzt Licht angemacht? Ah, schön. Ist da was drin in der Waschmaschine? Nee. Okay. Okay. Also das Rennen ist wirklich maximal beschissen.
Es macht einen so richtig Panik, muss ich schon echt sagen. So. Okay, ein Sofa. Kann ich mich dahin schlafen legen? Bitte. Lauter? Okay, easy. Viel Spaß. Ist da irgendwas mit dem Sofa? Oh Gott. Ich bin ein bisschen ängstlich. Und da ist wieder eine Tür. Mach die doch auf, Mensch. Auf F. Okay. Ey, wirklich, da wird mir noch paranoid. Oh Gott, Hilfe, jetzt bin ich in der Wohnung. Oh Gott, warum laufe ich jetzt so dumm? Hey, warum rennt der jetzt so ätzend schnell? Hat er jetzt Panik oder was? Entspann dich doch mal, Kollege. Hä? Calling me? Was wird hier gecallt? Oh nee, ich pack das nicht mehr. Wann ist das Spiel endlich vorbei? Kann man der Vase da irgendwas machen? Kennt ihr das irgendwie? Wartet man einfach nur auf den Jumpscare, damit man erlöst ist. Gott, wo lang muss ich jetzt? Da hinten ist was. Oh, was ist das? Eine Treppe. Oder? Ah, da hätte ich auch durchkriechen können. Okay, also die Wege führen schon alle nach oben. Also hier nach rechts? Oder da vorne nach rechts? Da vorne ist wieder eine Tür, oder? Oh, da sind Stühle. Oh Gott, das ist einfach so ätzend. Sind denn nicht die Möbelstücke immer ein Hinweis dafür, dass ich richtig bin? Immer drei. Warum? Oh, das hat verschiedene Etagen. Jetzt sieht man das. Ist es so eine Art Cube-Dings? So eine Art Cube. Calling me. Calling me. Oh. Ein Kühlschrank. Leer gefressen. Furchtbar.
Oh, sorry, ich kann gar nicht viel reden, weil ich so angespannt bin. Es tut mir total leid. Ansonsten rede ich immer so viel, aber... Da wahrscheinlich jetzt... Geht durch, ne? Keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Bin ich ja schon wieder hier. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hä? Muss ich irgendwas einsammeln oder irgendwas finden? Oh je. Oh je, Mine. Ich bin in den Aufzug gegangen, das war ja korrekt. Gott, wieso quietscht denn mein Gerät immer wieder? Ey, das Spiel macht mich echt irre. Oh. Ich habe halt auch irgendwie Schiss, dass ich rede und dann was nicht höre, ne? Oh Gott. Warum bin ich denn hier nur hergeraten? Kann ich einfach einen Kisi jetzt im Game joinen? Keystraw joined the game. Ich kann es euch auch gern noch lauter machen. Aber wenn ein Jumpscare kommt, dann sprengt es euch die Arschbacken weg. Oh, da muss ich wahrscheinlich hin, oder? Also, wie soll man da wieder rauskommen? Stühle, 2. Ist das irgendein Code? Da ist was. Da hängt was, ein Zettel. Thanks for your shopping with us. Merry Christmas. Please return your basket here. Oh mein Gott, was? Danke, dass Sie für uns geshoppt haben. Frohe Weihnachten. Oh Gott, muss ich da durch? Oh mein Gott. Platzangst! Und jetzt kann ich auch da lang. Ah, nee, das ist zu. Sieht man da irgendwas? Hier sieht man nicht. Was, wieso quietscht mein Geräusch, mein Gerät immer? Was möchte es mir sagen? Mein EMF, es schreit nach mir. Dreh dich mal um. Wenn das was hinterher kriegt, ne? Weil was in der Nähe ist. Sag das nicht. Hä, was ist denn das hier Weirdes? Falle ich da jetzt runter? Jetzt gehe ich ja noch tiefer. Ich will doch hoch. Jetzt geht's ja noch tiefer runter. Ich will doch hoch. Okay, süß, wie ich da runtersteppe. Ist es eigentlich eine Demo, die ich hier spiele? Oder ist es schon das fertige Game? Kommen jetzt diese Wasserräume? Boah, ich würde so heulen. Da hätte ich ja selbst im echten Leben Angst. So allein in so einem blöden Korridor. Da kann man doch schon mal Schnappatmung kriegen als Frau. Und als Mann natürlich auch, aber... Ah.
Ein Stuhl. Noch ein Stuhl, ganz viele Stühle. Hier war jemand. Ich weiß nicht, warum das so unangenehm ist, wenn er rennt. Die ganzen Platten hier schon runtergefallen. Oh, ist so ätzend, ne? Ist immer wieder so hell und so schön und dann kommen wieder so dunkle Kackpassagen. Ist eigentlich mein Licht an? Nee, jetzt ist es an. Das Licht bringt halt auch gar nicht. Ein Shopping Mall Center, glaubst du, wegen dem Merry Christmas? Ah, das kann gut sein. Okay, wieder in die Küche. Ist da draußen das Licht? Nee, einfach wieder nur ein weiterer. Sind da schon Leute durchgeschlüpft? Ist wieder irgendwas, was ist hier? Wetter? Ach stimmt, da ist irgendwas mit Wetter, oder? New York City Subway. Ah, ich bin in der U-Bahn-Station. Und das ist wohl ein Zug. Super. Immer schön weiter entfernt von meinen Freunden. Oh nein, das ist ein Resident Evil Zug. Na toll, jetzt fährt der los. Ich würde mich da jetzt echt einfach hinsetzen und nichts mehr machen. Wo geht's denn hin? Was ist denn die nächste Station? Hallo, wer fährt denn den Zug? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde Züge haben was Gruseliges. Ach, und da steige ich jetzt einfach aus. Ich atme das so ganz entspannt. Irgendwie an dieses Chillers Art Game. U-Bahn ist Stuggi, aber echt. Oh nein. Nein. Wieder die Backrooms. Also wenn das Game echt ein 17-Jähriger gemacht hat, Respekt. Absoluten Respekt. Beim Des in VR, stell dir das mal vor. Oh Gott, es ist so dunkel. Diese Signale von meinem Gerät kommen jetzt immer öfter und öfter in höheren Abständen. Also ich glaube, in solchen Räumlichkeiten wird man echt verrückt werden. Wenn du das als Knast künftig, du setzt Leute in einem riesen Backroom aus und überlässt sie sich selber, das ist die Hölle. Definitiv. So ein riesen Labyrinth. So. Oh, das sieht doch spannend aus. Komm, wir gehen dahin, wo alles nach Verderben schreit, Leute. Genau, da gehen wir hin. Die Backrooms stürzen in sich ein. Das ist eine ganz tolle Idee. Oh, hey! Sorry, if it's forbidden to speak in English here. I just wanted to ask how you find my game so far. Isa, it's so good. I'm so scared. Is it true that you are 17? This is crazy. Wie süß, der Entwickler ist hier drin. Okay. I'm so scared. Okay, es sind zwei Herde. Lass uns kochen. Hup. Oh. Okay, wir machen das jetzt auf. Oh. The tension.
Nein, jetzt kommen Gegner. Nein, jetzt kommen Gegner. Nein, nein, aber jetzt fängt's an, oder? Nein. Nein, somebody touch my Spaghetti. Oh, um Gottes Willen. Ah! Was macht denn Slenderman in den Backrooms? Nein, 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 bitte nicht. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein, bitte nicht. Der verfolgt mich jetzt nicht, oder? Oh no, es war so, oh nein, bitte. Oh Gott, bitte nicht. Oh nein, 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 er kommt mir hinterher. Fuck, wohin? Fuck, 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 fuck. Okay. Danke fürs Zuschauen, ab jetzt bin ich raus. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Nein, kann ich in dem Game sterben? Nein. Ich glaube, wir haben alle gerade dasselbe gedacht. Wir dachten so, hey, da kommt bestimmt nichts. Voll easy. Läuft dem jetzt echt hinterher, der Sack? Boah, das ist schon echt unfassbar, ne? Nee, ich pack das nicht, wenn mir jetzt so ein Dude hier hinterher rennt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Oh, fuck. Oh mein Gott, wir werden verfolgt. Also jetzt würde ich durchdrehen. Oh Gott. So, hier kann ich nur drunter kriechen, dann komme ich aber wieder. Oh oh. Warum ist die Musik so dumm? Lauf, Geronimo! Was ist mit der Ecke da los? Angst, ich will einfach nur raus. Ich weiß nicht, ob ich hier rein muss. Hey, ich habe keine Ahnung, Leute. Oh, ein Aufzug. Und wo gehe ich jetzt hin? In den Aufzug oder dann nach vorn zum Licht? Ich will da nicht rein und dann verliere ich wieder die Ebene. Da vorne ist Licht. Aufzug, Licht, Aufzug, Licht. Also die Community ist sich nicht einig. Ich gehe nicht ins Licht, Gnu. Wow, es ist wie Cube. Oh mein Gott. Es ist wie... Es ist wie Cube, Leute. Geht der Aufzug?
Der Aufzug geht nicht. Es ist wie Cube. Aufzug, ja! Oh. Hallo? Oh Gott, er fährt. Hey, das ist die Hölle hier. Jetzt kam schon das erste Kackmonster. Cube ist richtig geil, der Film, ja. Reception. Cafeteria. Also ganz ehrlich, ich würde für immer hier bleiben. Einfach hier hinsetzen an der Rezeption und warten, bis jemand vorbeikommt. Und dann sagen, ja, bitte. Was steht hier? No parking. Okay. Das müsste auch richtig ätzend sein, so ein Monster in den Backrooms gibt, was dich immer verfolgt. Jeden Schritt und du kannst auch nicht mehr zurück, weil es irgendwann verstopft er dir den Eingang. Okay, sind wir jetzt hier irgendwo in einem Hotel? Oh, jetzt Türen. Hi. Oh Gott. Gehen die jetzt alle auf? Die gehen doch nicht ernsthaft alle auf. Oh mein Gott. Oh, oh Gott. Oh. 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 Leave me alone. Schlimme ist, ich fange langsam an, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Entrance, North Hill, Bibliothek. Oh Gott, ist da ein Aufzug? Scheiße, ich hab mich schon gefreut. Oh. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist ja auch noch ein Durchgang, aber hier gibt's nichts. Okay. Wie lang geht eigentlich mein Film? Ich habe ja so einen Film dabei. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Jetzt wieder Backrooms. Gott, das ist so schlimm, das Rennen, ne? Da ist ein Licht, ich glaube, da muss ich hin. And you tried your best, but you don't succeed. Ein Aufzug, oder? Oh Gott, ja. Kann ich den Schlauch mitbringen? Hier ist einfach nur ein Tisch.
Einfach ein Tisch. Das ist alles so unheimlich. Okay, Aufzug. Ich weiß gar nicht, ob die Aufzüge richtig sind, in die ich gehe. Es gibt ja so viele irgendwie. Das ist unglaublich furchtbar hier. Je! Oh nein. Swimmingpool, oh nein. Oh nein, ich hasse es. Oh no, please. Please! Don't do this to me. Der arme Fliesenleger. Der hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Wow, schön. Oh, hier würde ich bleiben. Oh, da habe ich richtig Lust, ins Wasser zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass... Oh, das Wasser sieht auch geil aus, ne? Schaut euch das mal an. Das ist ein schönes Geräusch. Oh. Je, wo soll ich hier hin? Das ist wieder so ein Labyrinth. Hey, voll schön. Hier würde ich mich voll gern einfach hinlegen und hier wie so einen Seestern im Wasser chillen. Hätte ich da Bock. Was ein geiles Bad, oder? Was ein geiles Bad. Hey, da würde ich gerne Poolparty machen. Hat man das Gefühl, dass die Stühle irgendwie so Monster sind, die so rumstehen, gell? Wie groß ist denn das hier eigentlich? Oh, ist da ein Aufzug? I've been working on the game for about 9 months now. Wow. It is crazy. It's the most hyper-realistic game I've ever played in Backrooms. Good job. Spreading some love in the chat, please. Herzen, Herzen, Herzen. No, I'm so scared. I will upload this on my YouTube channel later on Verspieltes GNU. Maybe my mods can you... Oh, give you the link to it. Wow. Was ist denn das hier? Carnival Ghost Train. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Das ist schon sehr spooky.
Was sind das eigentlich für komische Geräusche hier? Gott, Hilfe! Das einfach mal lang. No, thanks for the compliment. Only because of you I have the motivations to work on the game. Oh, that's so cute. Cute. Ich gehe einfach mal da lang. Keine Ahnung, ich renne da jetzt einfach lang. Let's get ready to rumble. Hier ist so ein ätzendes Backroom-Geräusch. Oh. Nein. Shit. Now we fucked. Okay, ab jetzt haben wir die Arschkarte, glaube ich. Also ich glaube, ab jetzt ist Slenderman hinter uns her. Leave me alone! Ah! Ding wird uns jetzt leider verfolgen und überall hin. Deswegen caution. Ihr könnt ja ausrutschen. Oh nein, es kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Jetzt werde ich schizophren. Oh Gott, das sind wir in den Offices, oder? Ich fühle mich leicht verfolgt. Beach. So ätzend, ey. Oh Gott. Hallo? Was ist hier? Our record last week, Sunday. Classes, night. Contribution, budget. Schön, dass hier jede Tür auch aufgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da lang muss, aber gehen wir mal. Hallo, ist das hier die stille Cafeteria? Furchtbarer Raum einfach nur, ist richtig unangenehm. Hier so eine Prüfung schreiben, ja, fühle ich. Ein Klavier. Kann ich das spielen? Für ein komischer Raum. Ist gar nichts. Das
so weird, wenn es solche Gänge geben würde, einfach. Oh Gott. Boah, ist dieses dumme Monster da steht. Das Game ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob Clips entstanden sind, aber da müssen wir auf jeden Fall einen Clip draus machen. Gerade am Anfang, wenn man die Szene sieht und dann das, wo das gruselige Monster da hinter mir steht und mich stalkt. Hast du das geklippt, Likey? Das wäre super. Komm schon reinflutschen. Oh Gott, das ist so furchtbar. The beep comes from your radio. Your radio is trying to connect to your team. Ah, okay, daher kommt das Piepen. Wir versuchen quasi immer wieder zu connecten mit unserem Team. Oh, ein Riesenschuh. Wir hatten so einen Riesenfuß. Ja, Leute, bitte immer alles klippen. Also gerne auch das mit dem Monster. Ich kann aber auch ungefähr sagen, wo das dann kam. Oh, sieht aus wie bei der Last of Us. Ich folge mal der Musik. Das Ziel ist, glaube ich, zu entkommen. Da war noch ein Gang. Da gehen wir jetzt lang. Höre ich jetzt unter Wasser, also Kanal, Kanalisation. Oh, back in the backrooms. Ich höre Musik. Muss ich der Musik hinterher? Wahrscheinlich nicht. Weil die Musik bringt mich ja wieder zum Mall. Gott, ich habe Angst, dieses Männchen wiederkommt. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Wieder über den Zug? Muss ich mit dem Zug fahren? Oder fahre ich dann zurück? Wir fahren noch mal ab in die Königstraße, Leute. Oh Gott. Oh. Ich werde nicht alt mit dem Game. Genau, einmal Stuttgart Mitte, bitte. Warte, jetzt beim Essen mal aber anders aus, findest du? Wie sah die jetzt aus? Ja, wo steigen wir jetzt aus? Direkt hier? Oh Gott, wie gruselig. Oh Gott, dass der Typ das überhaupt noch packt. Ach, hier geht's jetzt lang. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es kein Happy End gibt, dass wir von diesem dummen Monster gefangen werden.
the exit. Exit! Give me the exit. Keine Ahnung. Verdammt. Mich da durchquetschen. Oh Gott, das wäre so mein Albtraum. Und es ist... Bitte kein Jumpscare. Oh Gott. Furchtbar! So furchtbar! Ja, Licht! Oh Gott. Ist das hier eine Tür? So schrecklich, wenn du hier gefangen bist, einfach nur. Spooky hallways, yes! I can't take it anymore! Hat das grünes Licht? Ach, so eine Verarsche. Das sieht aber auch spannend aus hier. Ich kann mich nicht entscheiden. Ah, da kann ich doch lang. Ach, das ist ja da, wo ich gerade war. Das ist eigentlich vollkommen egal. Oh, geht's da runter? Oh, da geht's runter. Oder war ich da schon? Oh nein. Okay, wir werden immer noch verfolgt, ne? Oh Gott, nein. Frozen Food. Oh, jetzt bin ich hier. Ach, bin ich jetzt gestorben? Oh nein, jetzt habe ich einen Riss in meiner Kamera. Freshly Frozen Food. Shit, der verfolgt uns. Habe ich einen Sprung in meiner Kamera. Oh no. Und was wird hier angeboten? Hauptsache, mein Licht geht noch. Yes. No food. Hinten ist was. Oh, meine Freunde! Meine Freunde, ich bin zurück! Oh mein Gott, ja! 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 Friends! Wo sind meine Friends? Wo sind meine Friends? Oh je, wohin muss ich denn jetzt? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie süß, ich hab's geschafft. Oh Gott. Oh Gott, ja. Aber das Schlimme ist, meine Freunde sind alle weg. Hey. Is anyone in here? Nein, ich glaube, du bist immer noch falsch. Die sind alle tot. Shit. Oh nein, meine Freunde sind alle weg. Friends? Tür geht nicht auf. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, die sind alle dead. Steht da kein Signal? No signal.
Freunde? War Slenderman schon bei euch? In den Backrooms, ne? Oder haben sie jetzt die Räume gedreht wie bei Cube? Oh mein Gott! Ich fliege jetzt raus. Ich bin tot. Ich bin aus den Backrooms geflutscht. Ich bin aus den Backrooms rausgeflutscht. No mehr Komplex. Der Komplex ist kaputt gegangen. Oh no, jetzt bin ich gestorben. Oh, Research Institute. McWave. Research Institute. Da fragt jemand den Entwickler, did she win? Natürlich habe ich gewonnen. Wir sind einfach tot! The Complex Expedition. Geil. Krass. Und der Entwickler ist hier im Chat drin. Der ist 17. Der hat das allein gemacht. Alles mit der Hand. Krass, 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 krass. Bei Isa Leo. Der ist auch hier. Er macht das seit 9 Monaten. Ich denke, da werden auch noch Gegner dazu geaddet. Ist the music copy-free for YouTube? Das ist eine gute Frage, die ich mal stellen könnte. Ansonsten, Leute, wenn da noch Gegner reinkommen, dann kann man das nicht spielen, weil es viel zu gruselig ist. Also ich fand es jetzt schon einfach richtig unfassbar gruselig. Und wenn dann noch Gegner reinkommen, ciao Kakao. Also richtig, richtig geil, richtig krass. Das waren mit die realistischsten Backrooms, die ich je gespielt habe. Stellt euch mal vor, sowas in VR oder im Multiplayer. Wäre richtig, richtig geil. Ich bedanke mich für alle, die da waren. Fühlt euch gedrückt und geliebt. Es war mir ein Fest. Und ich bin erstmal raus. Ich bin fertig mit den Nerven. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend oder Tag, was auch immer war. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo auch. Und eure Meinung zu dem Game. Es ist Hashtag 2. Das heißt, es wird sicherlich noch ein paar 2 geben. Und News-Button. Soll ich mal draufdrücken auf News-Button? Süß, er will, dass ich auf News-Button drücke. Oh, Co-op is being planned out for the full release of the game. Please keep it in mind as I'm still a solo developer. It's going to take some time. Oh, süß. Also er schreibt, Co-op ist geplant zum vollen Release. Das soll man bitte bedenken. Und er ist ein einzelner Entwickler und es wird ein bisschen brauchen. Danke für deine Geduld. Oh, geil. Das spielen wir auf jeden Fall mit Keystraw, Leute. Also sobald das rauskommt, sagt uns Bescheid, wir spielen das. Und Dankeschön für dieses tolle Game. Richtig cute, wie sie da die Köfferchen halten. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend oder Tag, was ihr auch gerade habt. Und bis dann.